Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packe ich ein Anime aus, ein PS Vita Spiel und ein PlayStation 3 Spiel. Und ja, es gibt zwei News, die ich euch gleich noch sagen will. Aber ich würde sagen, wir fangen als erstes mal an mit dem Unboxing zu dem PS Vita Spiel. Da habe ich mal die Folie entfernt, weil die nicht original war. Und ich hatte Angst, dass eventuell die Hülle oder so verkratzt ist. Das Spiel habe ich mir bei eBay gekauft. Hier danke an Ben der Meister, der mir den Tipp gegeben hat. Weil das Spiel hat bei eBay Saturn nur 14,99 € gekostet und bei Amazon kostet das ja zwischen 50 Euro und bei eBay selbst nochmal 400 Euro verkauft das der eine und das war mir einfach zu viel. Und jetzt habe ich es für 14,99 € bekommen und ja, die Folie ist zwar nicht original, ich weiß nicht, ob Sega die so gemacht hat oder ob die so von Saturn gemacht wurde, aber da ist nichts dran an der Hülle. Das Spiel ist bei uns ab 6 Jahren freigegeben, PG ab 7 ist von Sega und das heißt Hatsumiko Project Diva 2. Und gibt es auch für die PlayStation 3, aber die Fassung ist auch ausverkauft und wurde jetzt nicht nachgelegt. In der Fassung gibt es 100 Kostüme für Hatsumiko und 40 neue Lieder. Und das Spiel unterstützt die Touchscreen-Steuerung, Front- und Rückkamera, Bewegungssensor, ein Spieler geht's, Netzwerkfunktion und braucht mindestens 2 MB Speicherplatz. Und da gucken wir jetzt mal rein. Hier ist eine Karte drin. Was die zu bedeuten hat, habe ich keine Ahnung. Das kann mir ja vielleicht der eine oder andere sagen. So sieht die PS Vita-Karte aus. Leider keine Anleitung. Und ich habe hier ein kleines Stück Plastik gerade entdeckt, was auch nicht so schön ist. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm. Ansonsten bin ich zufrieden. Dann haben wir hier ein PS3-Spiel. Das gibt es aber auch für die Xbox 360. Und es gibt es auch digital. Bei uns in Deutschland ist das Spiel auch nur digital erschienen. Bei unseren Nachbarn in Italien, Frankreich, Spanien, England ist es auch als Vita-Fassung erschienen. Und zwar ein Spiel zu der Fernsehserie Falling Skies. Ich fand die Serie gar nicht so schlecht, zumindest die erste Staffel. Dann wurde es immer ein bisschen blöder und blöder. Und wenn ihr die XCOM-Spiele für PlayStation 3 und Xbox 360 mögt, dann werdet ihr auch mit diesem Spiel Freude haben, weil es genau so ist. Es ist ein Rundenstrategiespiel. Die Grafik ist jetzt nicht die beste, es ist ja auch damals ein Digitaltitel gewesen. Aber kann man sich kaufen, gerade als Fan der Serie oder wenn man XCOM mag. Und das Gute an diesem Spiel ist, es hat auch deutsche Texte. Also wenn ihr euch jetzt die Fassung aus UK holt, habt ihr trotzdem deutsche Texte. Ich glaube sogar deutsche Sprachausgabe, da bin ich mir mal nicht sicher. Auf jeden Fall deutsche Untertitel. Und es geht so, ein Spieler braucht 3 MB, 720p bis 1080p oder 1080i. Gucken wir mal rein. Und ich werde euch mal auch einen Trailer zu den Spielen verlinken, falls ihr Interesse habt. So, da war die Disc locker, sogar ein Booklet ist damit bei, also sieht die Disc aus, alles ein bisschen schlicht gehalten, ist aber in Ordnung. Das Spiel habe ich mir bei eBay gekauft, aus Griechenland für 6 Euro waren es und dann nochmal 3,90 € Versand. Ein schönes dickes Booklet, zwar wirklich nicht viel drin, hier stand sogar Deutsch, habt ihr das gesehen? Die war nicht deutsch, sah aber so aus. Jo, das war das Booklet, nichts Besonderes, aber immerhin eins dabei mit verschiedenen Sprachen. So, das war das. Damit das PS Vita Spiel. Also Strategiefans und Fans zu sehen, können sich ja mal den Trailer ansehen. Und das ist ein Musikspiel eben. Und dann haben wir hier die OVA zu Panzer und Gürtz. Ab 16 Jahren freigegeben von KSM Anime. Gibt es auf DVD und Blu-ray. Und ist auch vor kurzem erschienen. Und da haben wir eben alle OVAs. Er lebt bisher die selten veröffentlichten OVA Collection und begleitet Mio und ihre Schulkameradin auch abseits der traditionsreichen Senha Do Panzer vor. Ja, Extras haben wir hier Opening Song, Dream Reaser, Closing Song, Enter Mission, Promo Videos 1 bis 3, Blu-ray Spot, TV Spot, Trailer bei der Galerie Booklet. Bildformat haben wir hier 16:9 oder 17,81. Ton ist hier Dolby Digital 5.1 auf Deutsch, Japanisch Dolby Digital 2.0, Laufzeit 71 Minuten, Untertitel Deutsch. So, dann haben wir auch noch ein Wendecover. Muss ich eigentlich euch gar nicht zeigen. Sieht eigentlich genauso aus wie auf der Disc. Werde ich euch gleich dann, also beziehungsweise später für mich dann ändern. Die Disc sieht ganz normal aus wie das Cover. Und dann haben wir hier das Booklet mit dem Panzer drauf. Dann schöne, ja, ich glaube, was ist das? Episodenguide. Episodenführer, okay. Und dann stehen hier noch die ganzen deutschen Synchronstimmen drauf.
Und dann haben wir hier Werbung von KSM Anime. Hier ist No Game No Life drauf. Guter Anime. Noragami hat mir auch sehr gut gefallen. Segula at Magic School, ja, das Geschmackssache, da habe ich muss noch zwei Volumen zum Auspacken. Den habe ich euch auch schon ausgepackt, wie auch Bahamun. Ja, voll mit der Alchemist, da muss ich ja nicht so viel sagen. Ob jetzt die Classic-Serie oder die neue aufgelegte Brotherhood, fallen mir beide wie auch der Film. Nur den Film solltet ihr gucken, wenn ihr die Serie gesehen habt. Ja, Naruto finde ich auch sehr gut. Und Yu-Gi-Oh! Auch, zumindest die alten Staffeln, Panzer und Girls, ist auch ganz in Ordnung. Und dann kommen wir zu den Classic-Serien. Nicht nur Anime, aber auch Cartoons wie Turtles, die würde ich mir irgendwann auch mal holen. Captain Tsubasa finde ich cool, wobei ich Kicker besser fand. Mila Superstar fand ich früher gut, Georgie finde ich immer noch gut. Lady Oscar ist einer meiner Lieblingsserien. Mass fand ich damals auch cool, würde ich mir auch mal holen. He-Man auch, Poyana liebe ich, die Kinder vom Berghof sind ganz in Ordnung. Mrs. Joe mag ich sehr. Katuli, also das Mädchen von der Farm, mag ich auch sehr gerne. Die Fritsch Familie mag ich sehr gerne, wie auch die Prinzessin Sarah. Ja, und Tales of Symphonia habe ich mir auch vorbestellt. Und das war mein Unboxing. Jetzt zu den zwei Infos. Es werden jetzt noch einige Anime-Unboxing kommen. Ich weiß, meine Videos sind zurzeit sehr viele Anime-Unboxing gewesen. Aber es liegt einfach daran, weil so viele erschienen sind und ich mir so viele vorbestellt hatte. Nächste Woche sollten aber nochmal zwei Gaming-Unboxing kommen zu einem PS4-Spiel und einem Nintendo 3DS-Spiel. Wenn alles gut geht, ich kann es nicht sagen, eigentlich sollte das PS4-Spiel diese Woche erscheinen. Ist es aber leider nicht. Und die zweite News ist, ich habe ab 1.4. leider noch weniger Zeit für YouTube als jetzt schon, weil ich leider ungefragt von meiner Firma wieder woanders eingesetzt werde. Und das heißt dann, ich habe dann längere Arbeitszeiten und habe dann wahrscheinlich dann auch längere Fahrten auf mich wieder zukommen. Das heißt, ich bin dann sehr spät zu Hause und wenn die Lichtverhältnisse kacke sind, kann ich keine Videos drehen. Und ja, ich weiß nicht, wie das dann am 1.4. läuft. Wahrscheinlich kann ich dann meistens noch Wochenende-Videos hochladen. Mal gucken. Wir werden es sehen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich würde mich über eure Kommentare und Bewertungen sehr freuen. Bedanke mich, dass ihr euch Zeit für mein neues Video genommen habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Auf Wiedersehen. Und ich würde mich über eure Kommentare und Bewertungen freuen. Habe ich das schon gesagt? Ich meine ja, aber ich sag's nochmal. Ich würde mich über eure Kommentare und Bewertungen sehr freuen. Und bedanke mich, dass ihr euch Zeit genommen habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.